grüße dich, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Heute bei einem spannenden Thema. Es geht rund um die Dulchbasis und was für merkwürdige Dinge dort geschehen und auch in Zukunft weiter geschehen werden. Wir haben ja in Vergangenheit auch schon mal eine Sendung gemacht zum Thema Area 51. Das ist so ein bisschen in einem ähnlichen Kontext. Und eine Sendung auch mit dem Thomas Ritter rund um dieses Thema an Geheimnissen Area 51 wird auch demnächst auf dem Kanal erscheinen. Wenn du das also nicht verpassen möchtest, dann freue ich mich über ein Abo und auch einen Kommentar. Bei der Gelegenheit möchte ich aber auch schon mal etwas Neues vorstellen. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Das Alien-Projekt, ein neues Buch im Osiris Verlag. Ich habe es zugeschickt bekommen mit einem Vorwort von Marcel Polte. Und mit dem Marcel werde ich auch ein Interview zu diesem Buch machen, sobald ich es ausgelesen habe. Das wird ungefähr noch ein, zwei Wochen dauern. Spannende Ereignisse, die sich hier auch in diesem Buch zumindest schon mal im Vorwort und in den ersten Kapiteln ereignen. Es geht um einen erlebten Erfahrungsbericht mit Bildern und allem drum und dran und Zeichnungen. Das ganze Projekt ist remote-viewed worden, also um auf die Richtigkeit aufmerksam zu machen. Oder das zu prüfen, besser gesagt. Und das ist schon sehr interessant. Freue mich auf jeden Fall, welchen Inhalt wir da weiter noch im Buch finden. So, jetzt legen wir los und wir starten mal in das Projekt Dulchbasis. Ich bin sehr gespannt, was wir erfahren. In diesem Sinne freue ich mich, dass du mit dabei bist. Lass uns loslegen. Jeder hat schon von Area 51 gehört, der streng geheimen Einrichtung in der Wüste von Nevada. Aber niemand weiß wirklich, was dort passiert. Wir haben nur Gerüchte. Ein Gerücht besagt, dass bei UFO-Abstürzen außerirdische Körper geborgen wurden. Diese Außerirdischen werden seit Jahren autopsiert und sind Gegenstand medizinischer Experimente. Aber haben Sie jemals von der Dulce-Basis gehört? Dulce ist geheimer als Area 51 und unheimlicher. Wenn Area 51 der Ort ist, an dem Menschen an Außerirdischen experimentieren, Dulce ist der Ort, an dem Außerirdische an uns experimentieren. Dulce ist eine Stadt in New Mexico nahe der Grenze zu Colorado im Reservat der Hickory Apachen. Das Gebiet hat die höchste Anzahl von UFO-Sichtungen pro Kopf der Bevölkerung in der Welt. Die Geschichten über seltsame Lichter und Objekte am Himmel reichen bis zu den ersten Menschen zurück, die das Gebiet vor Tausenden von Jahren besiedelten. Neuere Geschichten behaupten, es gäbe eine unterirdische Basis in der Archuleta Mesa bei Dulce. Obwohl es nie eindeutige Beweise für diesen Stützpunkt gab, haben sich im Laufe der Jahre einige Personen gemeldet, die darauf hinweisen, dass in diesem Gebiet etwas vor sich geht. Es gibt Zeugen, die behaupten, am Bau des Stützpunkts mitgearbeitet zu haben und einige, die ihn aus der Luft gesehen haben. Es gibt sogar Leute, die behauptet haben, die Basis von innen gesehen zu haben, nachdem sie gegen ihren Willen dorthin gebracht wurden. 75 rief ein Rancher in Dulce in Panik die Polizei. Eines seiner Rinder war getötet worden. Zuerst dachte er, es sei ein Raubtier, aber Raubtiere tun so etwas nicht. Officer Gabe Valdez reagierte auf den Anruf. Er konnte nicht glauben, was er vorfand. Die Kuh war völlig ausgeblutet und hatte einen Eingriff hinter sich, bei dem viele ihrer Organe... Ihr erinnert euch sicherlich an die ganzen Reihen von Tierverstümmelungen. Das hat so in den 90ern schon angefangen. Ging dann bis in die 2000er, wo das sehr, sehr viel aufgetaucht ist. Und zwar als weltweites Phänomen. Und zwar so chirurgisch präzise, teilweise Organe entnommen. Ein Tier, was völlig ausgeblutet ist. Wo ja selbst Experten, also auch Veterinäre, die das ja sich mit Tieren gut auskennen, nicht nachvollziehen können, wie das geschehen sein soll. Und teilweise, wie gesagt, chirurgische Entfernungen von Organen, im Prinzip über Nacht, das ist schon sehr seltsam. Wie findet ihr nicht auch? Chirurgisch entfernt worden waren. Und um den Kadaver der Kuh herum waren Spuren im Boden, die aussahen, als kämen sie von den Füßen eines Dreibeins. Neben jeder der Spuren war der Boden verbrannt, was darauf hindeutet, dass dort ein Flugzeug stand, das senkrecht starten und landen konnte. In den Spuren befand sich eine gelbe, ölige Substanz, die von keinem Labor identifiziert werden konnte. Valdez wusste, dass dies nicht zu seinen Aufgaben gehörte. Und wandte sich daher an Dr. Howard Burgess von den Sandia National Labs. Dr. Burgess traf 72 Stunden später ein, um zu helfen. Obwohl 3 Tage vergangen waren, verweste die Kuh nicht. Und Raubtiere und Aasfresser wollten sich ihr nicht nähern. Und irgendwann in diesen 3 Tagen wurde der Kuh eines ihrer Ohren entfernt. In den folgenden Monaten sollten 17 Tiere auf diese Weise getötet werden. Bei allen fehlten die Lymphknoten. Allen fehlten mehrere Organe. Und alle wurden chirurgisch entfernt. Allen Tieren wurde das Blut abgenommen. Und das wenige Blut, das noch übrig war, gerinnt nicht. Nicht einmal nach mehreren Tagen. Die Ermittler begannen, krank zu werden. Das alleine ja für sich schon ein ziemliches Phänomen, was mal deutlich und genauer untersucht gehört. 7 Personen, die die Ranch besuchten, klagten über Kopfschmerzen und Übelkeit. Dies brachte Dr. Burgess auf die Idee, die Strahlungswerte in der Gegend zu testen. Und die Strahlung war doppelt so hoch, wie sie sein sollte. Und während dieser Zeit sahen die Ermittler, die nachts arbeiteten, orangefarbene Lichter, die sich lautlos am Himmel bewegten. Ermittler, die tagsüber arbeiteten, sahen schwarze Hubschrauber über dem Himmel kreisen.
Valdez fragte sich, ob dies mehr als ein lokales Phänomen sei. Er suchte nach Fällen von Tierverstümmelung in den umliegenden Gebieten. Und im Laufe einiger Jahre wurden schätzungsweise 8000 Tierverstümmelungen gemeldet. Und trotz allem, was ich Ihnen über den Zustand dieser Tiere erzählt habe, sagte das FBI, Zitat, dass es sich um eine räuberische Handlung handelte und dass es kein Bundesinteresse an der Fortsetzung der Ermittlungen gibt. Natürlich, was denn sonst? Paul Benowitz wurde 1927 geboren. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, trat er als Teenager der Küstenwache bei. Er hatte einen Masterabschluss in Physik und promovierte gerade, als er in Albuquerque, New Mexico, ein Elektronikunternehmen eröffnete. Paul Benowitz' Hauptkunden waren die Air Force und die NASA. Er machte so viele Geschäfte mit der Air Force, dass er sogar ein Haus kaufte und ein Labor direkt neben der Kirtland Air Force Base einrichtete. Und wir haben eine ganze Folge über ihn und wie er von der Regierung der Vereinigten Staaten irregeführt und missbraucht wurde. Link unten. Die Kirtland Air Force Base ist ein riesiger Komplex, der sich über 80 Quadratmeilen erstreckt. Auf dem Stützpunkt arbeiten über 2000 Menschen. Auf dem Gelände befinden sich die Manzano-Berge. Und unter den Manzanos liegen 80 unterirdische Bunker, darunter ein Notstandsbunker des Präsidenten. Die Bunker sind durch über 40 separate Tunnel miteinander verbunden, wobei niemand genau weiß, wie viele es sind. Die Leute, die die Anlage gebaut haben, durften niemandem sagen, woran sie gearbeitet haben. Paul Benowitz war ein begabter Ingenieur und interessierte sich für UFOs. Von Pauls Balkon im zweiten Stock aus beobachtete und filmte er seltsame Lichter am Himmel. Er zeichnete auch Funksprüche auf, die anscheinend von Außerirdischen stammten. Paul arbeitete gelegentlich für verschiedene UFO-Gruppen, darunter die Aerial Phenomena Research Organization, bekannt. Weil ich es da gerade lese oder sowas, wäre ja auch sicherlich mal interessant, Thema Project Blue Book, da mal ein bisschen mehr zu machen und ein bisschen Hintergrundinformationen dazu rauszukramen. Da gibt es sehr interessante Bücher zu diesem Thema. Als APRO. Obwohl die UFO-Forschung noch nicht zum Mainstream gehörte, war APRO eine angesehene Organisation, die für wissenschaftlich fundierte Forschung bekannt war. 1979 nahm Paul an einer Konferenz in Albuquerque teil, wo er Officer Gabe Valdez traf. Sie tauschten Geschichten über die Verstümmelung von Rindern aus. Entführungen durch Außerirdische und UFO-Sichtungen, die in der Gegend stattfanden. Gabe Valdez und Paul Benowitz schlossen eine Freundschaft. Valdez war im Grunde die Anlaufstelle für alle seltsamen Phänomene in der Gegend. Und Paul sammelte immer mehr Daten, die darauf hindeuteten, dass es Außerirdische gab, dass sie hier waren und waren sehr an der Kirtland Air Force Base interessiert. 1980 wurde Valdez auf den Fall Myrna Hansen aufmerksam und bat Paul Benowitz um Hilfe. Myrna Hansen gab an, ein schreckliches Erlebnis gehabt zu haben. Als sie auf dem Weg zu ihrem Haus in Eagles Nest, New Mexico war, sahen sie und ihr Sohn zwei UFOs über einem Feld. Sie ließen das Auto laufen und stiegen aus, um sich das Ganze genauer anzusehen. Sie sahen, wie eine Kuh, die auf der Weide graste, von einem Lichtstrahl in eines der UFOs gehoben wurde. Das nächste, was sie wusste, war, dass Myrna und ihr Sohn wieder im Auto saßen. Der Motor war abgestellt und es waren Stunden vergangen. Das klingt wie Science Fiction, aber das, auch das berichten, gibt es sehr viele Erfahrungsberichte von ganz anderen, also von vielen Menschen auch weltweit, die genau diese Phänomene immer wieder berichten und natürlich, klar, in erster Linie mal als verrückt abgestempelt werden. Aber wir sollten das auf jeden Fall nicht, man sollte das auf jeden Fall ernst nehmen, würde ich sagen zumindest. Was geschah in diesen Stunden? Hatte sie Schwierigkeiten, sich zu erinnern? Und an das, woran sie sich erinnerte, hatte sie Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Also zogen Gabe und Paul einen Psychologieprofessor hinzu, der Myrna in Hypnose versetzte, um herauszufinden, ob sie Zugang zu diesen unterdrückten Erinnerungen haben würde. Die Hypnosesitzung begann und basierte auf dem, woran sich Myrna Hansen erinnerte, hatte sie allen Grund, sich zu fürchten. Myrna Hansen erinnerte sich daran, dass sie während der Fahrt sehr helle Lichter am Himmel sah, woraufhin sie und ihr Sohn aus dem Auto stiegen, um nachzusehen, was das war. Eine Kuh schien zu zappeln und in Panik zu geraten, als sie in eines der Objekte hochgeschleudert wurde. Dann erinnerte sie sich, dass sie entführt und einer gründlichen und sehr verletzenden körperlichen Untersuchung unterzogen worden war. Und obwohl ihre Entführer nie etwas sagten, erinnert sie sich, dass sie sie in ihrem Kopf gehört hat. Sie sagten, sie sei aus Versehen entführt worden. Aber jetzt, wo sie hier sei, hatten sie keine andere Wahl, als mit dem Verfahren fortzufahren. Sie beschrieb ihr Aussehen als das, was wir heute einen grauen Außerirdischen nennen. Sie berichtete auch, dass sie zu einer unterirdischen Basis gebracht wurde. Und dort sah sie Körperteile in Fässern mit blubbernder Flüssigkeit schwimmen. Und sie erinnerte sich an einen schrecklichen Geruch. Entführungsgeschichten von Außerirdischen sind heute leider ziemlich verbreitet. Aber in den 80er Jahren war das sehr ungewöhnlich. Und gut dokumentiert, also auch mit Psychiatern, ja, die sich darauf spezialisiert haben, mit Rückführungen, Hypnose, das Ganze auch nachgeprüft haben. Dann, wie gesagt, wie im Buch beschrieben, zum Teil auch mit Remote View und die ganze Geschichte nochmal aufgearbeitet und geprüft. Inwieweit war es vielleicht wirklich nur eine Fantasie oder hat das wirklich das Ereignis stattgefunden? Und jeder, der weiß, was Remote Viewing macht, weiß auch, dass da eine wissenschaftliche Basis dahinter ist und es nicht einfach Kaffeesatzlesen ist.
Dann erinnerte sich Myrna an etwas wirklich Beunruhigendes. Etwas, das bestätigt werden konnte. Sie sagte, dass ein Gerät chirurgisch in ihren Körper implantiert wurde. Und sie glaubte, dass die Außerirdischen sie so verfolgen und ihre Gedanken kontrollieren konnten. Nun, das könnte überprüft werden. Myrna wurde in das nahegelegene Lovelace Medical Center gebracht und geröntgt. Das Implantat befand sich an der Schädelbasis, genau an der Stelle, an der es sein sollte. Myrna hatte auch eine sehr schwache Narbe im Nacken. Nun, um fair zu sein, die Ärzte hielten es für ein natürliches Wachstum, obwohl sie nicht wussten, welcher Art. Vielleicht waren die Ärzte nicht überzeugt. But Myrna Hansen, Gabe Valdez und Paul Benowitz were. Es gab eine außerirdische Präsenz, die sich auf die Kirtland Air Force Base und die nicht weit entfernte Stadt Dulce konzentrierte. Denken Sie daran, dass Paul Benowitz alles, was er sah, an die Air Force meldete. Richard Doty, ein Agent, der für das Air Force Office of Special Investigation, OSI, arbeitet, wurde mit Pauls Fall betraut. Doty und Paul Der taucht auch in vielen Büchern auf, als Insider. Brachten so viel Zeit miteinander, dass sie persönliche Freunde wurden. Paul zeigte Richard Doty Skizzen, die Myrna Hansen von dem gemacht hatte, was sie sah, als sie entführt wurde. Sie hat Flure gezeichnet, Aufzüge, Räume und Labors. Dann bestätigte Doty, dass ihre Zeichnungen mit denen übereinstimmten, die sie gesehen hatte, mit dem Manzano Weapons Storage Complex, einer unterirdischen Anlage. Und in den nächsten 20 Jahren tauchten immer mehr Informationen auf, die bestätigten, dass nicht nur Außerirdische auf der Erde sind, sondern dass sie auch mit der Regierung der Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Aber wann hat diese Partnerschaft begonnen? Und warum sollte die Regierung mit Außerirdischen zusammenarbeiten? Und mit welchem Ziel? Wenn Phil Schneider, ein Ingenieur, der am Bau der Dulce-Basis beteiligt war, hat die Sache auffliegen lassen. Und es ist düsterer, als sie es sich vorstellen können. Im Jahr 2021 betrug der Haushalt des Pentagon 750 Milliarden Dollar. Das amerikanische Militär hat 8,5 Billionen Dollar an Steuergeldern erhalten und musste nie Rechenschaft darüber ablegen. 2016. Überlegt euch mal die Summen, die da reinfließen. Ich habe mal gelesen, entweder sind es die drei oder die vier größten Nationen nach Amerika haben nicht zusammen so einen Militärhaushalt. Und da wundert man sich über Black Project oder eben, wo die Gelder hinfließen, ja, oder dass natürlich für die Bevölkerung nichts mehr übrig ist. Irgendwo muss es ja hin, dieses Geld, und versacken. Und da gibt es ja noch ganz andere Projekte, die auch ziemlich fantastisch klingen. Solar Warden, also sprich Raumschiffe etc. pp. Ja, Starfleet, das klingt auch erstmal wie Science Fiction. Und ich, ganz ehrlich, ich weiß es natürlich auch nicht. Man hört aber immer wieder sehr überzeugende Aussagen. Ob das nun so ist oder nicht, kann ich jetzt nicht prüfen. Ich weiß es natürlich nicht. Aber man kann das mal im Hinterkopf behalten, ja, was es da letzten Endes alles gibt. Und 8,5 Milliarden, das ist Billion, Entschuldigung, das war ja noch falsch. Milliarden wäre ja noch wenig gewesen. Entdeckte eine Untersuchung, dass das Pentagon 125 Milliarden Dollar an sogenannten verschwendeten Dollars vertuschte. Wenn der Militärhaushalt in einem bestimmten Jahr nicht ausreicht, wird die entsprechende Zahl einfach hineingeschrieben. Das nennt man einen Stecker. Und dann, bumm, ausgeglichener Haushalt. Aber es gibt Beweise dafür, dass das Geld nicht verschwendet wird. Es ist tatsächlich Teil des schwarzen Budgets des Pentagons. Auf der Preparedness Expo hat Phil Schneider eines der geheimsten Schwarzgeldprogramme der Geschichte aufgedeckt. Arbeitete Schneider für Morrison Knudsen in einem Geologenteam, das Erkundungsschächte für einen neuen unterirdischen Stützpunkt in Dulce gräbt. Und obwohl er mit schwerem Gerät arbeitete, die Bohrer gingen immer wieder kaputt. Sobald ein Bohrer durchgebrochen war, beschrieb Phil rußige Luft, die durch die Öffnung aufstieg. Und die Luft roch nach verrottetem Müll. Phil zog einen Schutzanzug an und fuhr mit dem Aufzug hinunter, um die Lage zu untersuchen. Und auf dem Weg dorthin, auf dem Weg durch das Lager, bemerkte er, dass es sehr viele bewaffnete Truppen gab. Als ich die grüne und die schwarze Bastenmütze sah, wusste ich, dass etwas im Busch war. Als Phil den Boden erreichte, stand er einem 2 Meter großen grauen außerirdischen Auge in Auge gegenüber. Er sagte, sein Gestank sei schlimmer als alles, was er je zuvor gerochen habe. Dann erschien ein weiterer Außerirdischer. Phil geriet in Panik, griff nach seiner Pistole und begann zu schießen. Es gelang ihm, einen der Außerirdischen zu töten, aber der andere fing an, zurückzuschießen. Phil wurde von einer, wie er es nannte, Plasmawaffe getroffen und verlor 2 Finger und einen Teil seiner linken Hand. Und von dieser Plasmawaffe bekam er auch noch Krebs. 66 Männer verloren ihr Leben in der sogenannten Schlacht von Dulce. Das amerikanische Militär war versehentlich in eine außerirdische Basis eingedrungen, die schon seit 400 oder 500 Jahren existierte. Nun musste das Militär eine Entscheidung treffen. Ziehen sie in den Krieg gegen die Aliens oder kooperieren sie mit ihnen? Nun war es nicht möglich, einen Krieg gegen Entitäten mit so fortschrittlicher Technologie zu gewinnen. Also wurde eine Abmachung getroffen. Außerirdische würden den Menschen fortschrittliche Technologie geben. Was mussten die Menschen tun, um an die Außerirdischen zu gelangen? Nun, die Und es ist schon interessant, dass ja unser technologischer Fortschritt genau in dieser Zeit ja sich so massiv überdurchschnittlich schneller weiterentwickelt hat. Ja, das ist nicht abzustreiten.
Menschen müssten den Aliens andere Menschen geben. Phil Schneider war ein ausgesprochener Befürworter der Transparenz der Regierung in Bezug auf die Anwesenheit von Außerirdischen auf der Erde. Er wurde in der UFO-Vortragswelt bekannt, wo er über seine Arbeit an streng geheimen Regierungsprojekten referierte. Am bekanntesten ist er für seinen Vortrag auf der Preparedness Expo in den 95ern, wo er alle möglichen Informationen preisgab. Im Jahr 95 gab es 131 aktive geheime Untergrundbasen in den Vereinigten Staaten, die zur Kontrolle der außerirdischen Präsenz genutzt wurden. Und 1477 in der ganzen Welt. Alle Stützpunkte in den Vereinigten Staaten sind durch Magnetschwebebahnen verbunden, die Geschwindigkeiten von Mach 2 erreichen können. Phil sagte, dass es 7 wohlwollende außerirdische Spezies gibt, die derzeit auf der Erde leben. Und 4 böse Spezies. Er sagte, dass die US-Regierung 4 Verträge mit den Außerirdischen unterzeichnet hat. Der Vertrag, der später unterzeichnet wurde, heißt Griotta-Vertrag. Und der Griotta-Vertrag wurde zwischen der US-Regierung und einer Spezies großer Außerirdischer unterzeichnet. Der Vertrag besagt, dass es Außerirdischen erlaubt ist, Menschen zu entführen und an ihnen zu experimentieren, solange die US-Regierung, insbesondere das Komitee Majestic 12, dies zulässt und erhielt eine Liste der entführten Personen. Die Regierung erstellt wirklich gerne Listen von Menschen, oder? Das stimmt. Warum so viele Entführungen? Wissen die Außerirdischen nicht, wie langweilig Menschen sind? Ich sag's euch, wie es ist, die Idee mit dem Fisch ist großartig als Dialogpartner. Dafür bitte einen Daumen hoch. Laut Phil Schneider betrachten mindestens 9 außerirdische Rassen den Menschen als Nahrungsquelle. Aber die Außerirdischen verzehren kein Menschenfleisch. Stattdessen verwenden sie die Drüsensekrete von Säugetieren. Diese Art von Außerirdischen leidet unter einer genetischen Störung und die Enzyme in den Hormonen von Säugetieren halten die Außerirdischen gesund. Und einige außerirdische Rassen verwenden menschliches Adrenalin als Freizeitrauschmittel. Im Gegenzug für den Zugang zu... Und noch einiges anderes. ...zu Menschen für Experimente... Thema Adrenochrom, ne? Liebe Zuschauer, eine ganz kurze Unterbrechung für eine wichtige Information. Wusstest du, dass dein Konto geplündert werden kann? Wusstest du, dass deine Lebensversicherung aufgelöst werden kann und die Beiträge eingezogen werden können? Wusstest du, dass Aktienpakete gestoppt werden können und Auszahlungen verweigert werden können? Ja, all das ist bereits gesetzlich verankert. Das ist auch der Grund, warum ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema Vermögensschutz auseinandersetze. Und zwar Vermögensschutz in Edelmetallen. Und das Ganze gelagert außerhalb der EU, außerhalb dieses Staates, außerhalb der Banken und außerhalb des ESM-Vertrages. Und wenn dich das Ganze interessiert und wenn du wissen möchtest, wie du dein Vermögen und dein Erspartes sichern kannst, dann folge dem ersten Link unter diesem Video oder vereinbare ganz einfach einen Termin. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Können sie verwendet werden, um neue Arten von Aliens zu schaffen? Die Aliens würden die Vereinigten Staaten mit fortschrittlicher Technologie zu liefern. Phil Schneider zufolge ist die Militärtechnik dem heutigen Stand der Ziviltechnik 1200 Jahre voraus. Die Tarnkappentechnologie stammt von Außerirdischen. Die US-Regierung ist nun in der Lage, spezielle Metalllegierungen herzustellen, die jedoch nur im Vakuum des Weltraums erzeugt werden können. Das US-Militär hat ein Gerät, das Erdbeben auslöst. Das Erdbeben von San Francisco in den 1989 und das Erdbeben von Kobe in den 95ern waren Waffentests. Und Phil Schneider stellt alle möglichen anderen Behauptungen auf. Er sagt, dass die Bombenanschläge auf das World Trade Center in 93 und die Bombenanschläge in Oklahoma City in 95 mit Miniaturatombomben verübt wurden, die von den Außerirdischen bereitgestellt wurden. Er sagte, AIDS und andere Viren seien als Mittel zur Kontrolle der Bevölkerung geschaffen worden. Warten. Ehrlich gesagt halte ich das nicht für glaubwürdig. Sie, ich muss Sie hier unterbrechen. Was? Sie erwarten, dass ich glaube, dass eine Regierung ein gefährliches Virus in einem Labor künstlich erzeugen würde? Mein Freund, das ist eine Brücke zu weit. Sarkasmus? Natürlich ist das Sarkasmus. Phil Schneider glaubte, dass all dies nur zu einem Zweck geschah, nämlich um eine neue Weltordnung zu schaffen. Der Plan der Außerirdischen besteht darin, den Planeten vollständig zu übernehmen und fast 90% der Weltbevölkerung zu eliminieren. Oh, das ist die Art von Gerede, die die Männer in Schwarz zum Anklopfen bringt. Ja, das stimmt. Und Phil Schneider sagte, er werde ständig von der Regierung überwacht. Er behauptete sogar, er sei von einem FBI-Agenten angegriffen worden und habe den Agenten in Selbstverteidigung getötet. Und er hat dies dem FBI gemeldet. Aber es kam nichts dabei heraus. Nein, denn dann müsste die Regierung all diese Dinge zugeben. Das ist richtig. Phil war ständig in Angst um sein Leben. Er sagte, er habe 11 enge Freunde, die alle unter mysteriösen Umständen gestorben seien. Aber jeder Tod wurde als Selbstmord eingestuft. Phil Schneider erzählte seinen Freunden und seiner Familie immer wieder davon. Wenn ich jemals tot sein sollte, habe ich mich nicht selbst umgebracht. Es war Mord. Er war in dieser Hinsicht unnachgiebig. Mir fällt auf, dass sie immer wieder in der Vergangenheitsform von diesem Mann sprechen. Nun ja, im Januar, nur 4 Monate nach seinem berühmten Vortrag, wurde Phil Schneider tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er hatte sich offenbar das Leben genommen.
Phil Schneider war ständig in Sorge. Er sagte seiner Familie, dass sie, sollte er jemals tot aufgefunden werden, die Geschichte nicht glauben sollten, dass es sich um Mord handele. Einige Wochen später wurde Phil Schneider tot in seiner Wohnung aufgefunden. Zunächst, sein Tod wurde als unbekannt eingestuft, obwohl ihm ein medizinischer Schlauch um den Hals gelegt worden war. Und viele Details über seinen Tod passen nicht zusammen. Erstens gab es keine Notiz. Außerdem, er hatte genug Tabletten dabei, um schmerzlos zu sterben. Außerdem hatte er eine Pistole. Der medizinische Schlauch wurde dreimal um seine Kehle gewickelt und dann unter seinem Kinn verknotet. Sich selbst auf diese Weise zu strangulieren scheint schwierig zu sein. Besonders in Phils Fall. Ihm fehlte die Hälfte seiner linken Hand. Seine Schultern waren in ihrer Bewegung eingeschränkt. Er litt an einem Glasknochensyndrom infolge einer Krebserkrankung und verbrachte viel Zeit in einem Rollstuhl. Er war ein schwacher und gebrechlicher Mann. Der Gerichtsmediziner, aus irgendeinem Grund, weigerte sich, den Tatort zu besuchen, obwohl er dazu gesetzlich verpflichtet war. Er nahm jedoch Blut- und Urinproben. Er weigerte sich jedoch, sie zu testen, weil er... Und ich stopp mal hier an der ganzen Stelle ganz kurz. Und das ist ja genau ein Phänomen, was immer wieder erlebt wird, ja? Ermittlungsbehörden machen nicht ihren Job, die Dinge kommen nicht zusammen, die Beweise werden nicht aufgenommen, Beweismittel werden nicht gesichert, Tatort wird nicht gesichert, es wird keine Ermittlung weitergeführt, es versinkt in den Akten. Ja? Das ist ein Phänomen, das ist eben kein Einzelfall, sondern das taucht ja immer wieder, gerade im Zusammenhang damit auf. Er meinte, es sei Zeitverschwendung. Und als Phils Familie sich nach diesen Proben erkundigte, wurde ihnen gesagt, dass sie an ein unabhängiges Labor geschickt wurden und nun verschwunden seien. Als Phils Ex-Frau Cynthia seine Habseligkeiten abholen wollte, war alles weg. Aufzeichnungen von Phils Vorträgen, Fotos, Forschung, sogar physische Beweise von der Dulce-Basis. Es fehlte alles. Und dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. In der Lokalzeitung erschien ein Nachruf, in dem es hieß, Phil sei an einem Schlaganfall gestorben. Phils Familie hat diesen Nachruf nicht verfasst. Wer war es dann? Phil Schneider war nicht die einzige Person, die behauptete, von der Dulce Base zu wissen. Thomas Castello war ein Militärfotograf mit Top-Secret-Freigabe, der sich auf das Fotografieren sensibler Projekte spezialisiert hatte. Castello arbeitete in einer unterirdischen Anlage in der Nähe der Nellis Air Force Base in Nevada, höchstwahrscheinlich Gebiet 51. Er arbeitete auch auf dem Stützpunkt Dulce. In 87, Castello wurde zum Whistleblower und bevor er den Stützpunkt Dulce verließ, stahl er eine Reihe von Dokumenten, die später als die Dulce-Papiere bezeichnet wurden. Außerdem stahl er 30 Schwarz-Weiß-Fotos und ein Videoband. Es gibt einige Dinge, über die Sie Bescheid wissen sollten. Ich habe unter Androhung der Todesstrafe einen Eid geschworen, dass ich, egal was ich gesehen oder gehört habe, diese Informationen niemals weitergeben würde. Auf dem Stützpunkt Dulce gilt alles als Verrat, was sich außerhalb des Stützpunktes auf die Einzelheiten des täglichen Betriebs dieser Einrichtung bezieht. Als ich zum ersten Mal ankam, die Geschichte, die man uns erzählte, lautete, dass es sich um eine Tribiotransfereinrichtung mit fortschrittlicher Technologie handelt, die fortschrittliche, abenteuerliche Methoden für medizinische und geistige Vorteile anwendet. Was eine schicke Umschreibung dafür ist, dass sie wirklich riskante Dinge mit menschlichem Leben tun, nur um zu sehen, was passieren würde. Dies ist das berühmteste Foto von Castillo. Was zum Teufel ist hier los? Du weißt doch, dass Aliens menschliche Hormone für verschiedene Zwecke ernten? Ich versuche es zu vergessen, aber ja. Nun ja. Das sind Klonbecken. Es ist viel einfacher, Menschen als Nahrungsquelle zu benutzen, wenn man sie einfach in einer Röhre züchten kann. Und Castello war die erste Person, die uns die verschiedenen Stockwerke der Dulce Base und ihre Verwendungszwecke zeigte. Die erste Ebene umfasst Sicherheit und Kommunikation. Ebene 2 ist das menschliche Personal und die Unterkunft. Warten Sie einen Moment. Wenn es eine Etage gibt, die mit Personal beschriftet ist, dann bedeutet das, es gibt eine Unterkunft für Nichtmenschen. Was ich auch interessant finde in diesem Zusammenhang, gerade mit den Klonen, da gibt's ja, tauchen ja auch immer wieder Bilder auf, auch von Schauspielern zum Beispiel, ja, die, wo man dachte, das ist doch das jüngere Ich von einem anderen berühmten Schauspieler. Da gab's Bilder zum Beispiel, ich meine, von Brad Pitt und, jetzt will mir der Name natürlich nicht einfallen, der bisschen ältere oder deutlich ältere Herr, Robert Redford. Ja, wenn man die zusammenlegt oder übereinander legt oder sowas, dann könnte man schon denken, das sind Brüder, Geschwister oder eben andere Sachen. Und es ist auch aus anderen Kreisen ja schon lange, lange bekannt, dass man versucht hat, früher zum Beispiel Regierungsmitglieder oder hohe Posten Doppelgänger zu finden. Ne? Das ist aber nicht immer so einfach. Also schlichtweg, was macht man? So die Theorie, und das sage ich jetzt auch extra so, ja, man klont sich die Leute einfach zusammen. Klar, ich verstehe, wenn du das heute zum ersten Mal hörst und das ein Thema ist, womit du dich noch nie befasst hast, klar, das ist Science Fiction und das ist natürlich, muss man als Unsinn abstempeln. Aber es ist so, wenn man sich tiefergreifend damit befasst, dann kommen immer mehr Indizien von links und rechts zusammen und das Puzzle wird einfach immer deutlicher und immer klarer vor allen Dingen und die Dinge passen auf einmal doch zusammen. Insofern, wenn dich das interessiert, forsche ruhig mal selber weiter, es gibt jede Menge da mehr zu entdecken. Menschliches Personal. Ebene 3, Büros und Labors der Führungskräfte. Ebene 4, Experimente zur Gedankenkontrolle. Ebene 5 ist die Unterkunft für Außerirdische. Auf Ebene 6 geht es um genetische Experimente und den Zoo.
Oh ja, als das genetische Splicing zwischen Menschen und Aliens erfolgreich war, stellten sie die Hybridkreatur oft zur Schau. Oh Mann. Und Stufe 7 ist Kryogenik und Kühllagerung. Hm? Und? Diese Geschichte. Das ist eine Menge. Oh, warte, da ist noch mehr? Oh, viel mehr. Das Ziel der Außerirdischen ist es, diesen Planeten vollständig zu übernehmen. Das US-Militär weiß dies seit 45 Jahren. Die meisten Informationen, die wir von Castello erhalten, stammen aus einem einzigen Interview, dem sogenannten Branton-Interview, dessen vollständigen Text ich unten verlinke. Castello erzählt uns, wie der Stützpunkt verwaltet wird. Es gibt viele verschiedene Rassen, die dort arbeiten. Und sie sind in Herrscherkasten und Arbeiterkasten unterteilt. Nun, offensichtlich sind Menschen Arbeiter. Offensichtlich. Aber es gibt auch fremde Arbeiterkasten. Und schließlich unterstehen alle Rassen einer einzigen herrschenden Klasse, den Draco. Eidechsenmenschen. Eidechsenmenschen sind keine Außerirdischen. Sie haben sich aus Reptilien und Dinosauriern entwickelt und sind im Verborgenen geblieben. Sie haben das unterirdische Tunnelsystem vor Hunderten oder Tausenden von Jahren angelegt. Naja, das würde ich auch so nicht unterschreiben. In den 1960er Jahren wurden sie geschaffen, um besser... Es gibt sehr wohl, wenn wir jetzt, wir bleiben mal bei der Theorie einfach, jetzt damit es einfacher wird. Ja, es gibt Außerirdische, wir gehen mal davon aus, dem ist so. Dann gibt es natürlich selbstverständlich unterschiedliche Rassen und unter diesen Rassen sind, muss man unterscheiden zwischen physikalischen Wesen, also die wirklich da sind, und natürlich auch interdimensionale Wesen. Und die Dracos, also das, was wir Echsenmenschen nennen, oder Reptiloide, die wir nennen, das sind durchaus physikalische Wesen, ähnlich wie Maniten, ja, das ist so eher spinnenartige Wesen. Es gibt noch so die Theorie kristalline Wesen und jede Menge Abmischungen dazu. Klar, die Grauen, das hat man auch schon oft gehört und gesehen, vor allen Dingen auch in Hollywood und Mainstream ist das ja mittlerweile auch schon lange angekommen, dieses Thema. Und nicht umsonst wird dieses Thema auch in den letzten Jahren ja so ein bisschen gehypt. Ja? Also es werden immer mehr Classified Files, also die vorhergehende, verschlossene Sachen einfach jetzt freigegeben. Und das passiert auch nicht ohne Grund. Wir können am Ende der Sendung gerne nochmal noch rumspekulieren, ob das alles am Ende ein Cover-Up ist, also sprich wieder nur eine Ablenkung von was anderem und einer ganz anderen Agenda folgt. Aber hören wir mal weiter, was es noch zu entdecken gibt. ...zu den Menschen und anderen von den Draco erschaffenen Rassen zu passen. Der Draco schuf Rassen für die Arbeit. Die Arbeiterkaste erledigt die tägliche Arbeit. Sie wischt die Latexböden und reinigt die Käfige. Sie bringen Nahrung zu den hungrigen Menschen und anderen Arten. Ihre Aufgabe ist es, die richtige Mischung für die Wesen des Typs 1 und des Typs 2 zu finden, die Draco-Rasse geschaffen hat. Die Arbeitsgruppen arbeiten sowohl in den Labors als auch in den Computerbanken. Im Grunde genommen sind die Reptilienrassen auf allen Ebenen der Dulce-Basis aktiv. Es gibt mehrere verschiedene Rassen von Außerirdischen, die im östlichen Teil von Ebene 6 arbeiten. Thomas Castello lebte den Rest seines Lebens im Versteck in Europa. Er ist inzwischen verstorben. John Lear hatte vielleicht ein interessanteres Leben als sein Vater, William Lear, der den Learjet erfand. John Lear war ein Pilot, der 17 Weltrekorde in verschiedenen Flugzeugtypen aufstellte. In den 60er und 70er Jahren flog er Frachtflugzeuge für die CIA. Lear begann sich für UFOs zu interessieren, nachdem er mit Angehörigen der US-Luftwaffe gesprochen hatte, die UFO-Landung auf dem Luftwaffenstützpunkt Bentwaters in der Nähe von London beobachtet hatten. Bei dieser Begegnung gingen drei kleine Außerirdische direkt auf Wing Commander General Gordon Williams zu, was als Rendlesham Forest Incident bekannt wurde. In den 88er Jahren veröffentlichte Lear ein Dokument mit dem Titel UFO Cover-Up, das alle möglichen geheimen Aktivitäten der Regierung und von Außerirdischen aufdeckte. Es ist im Wesentlichen ein Manifest und ein Link zum Originaltext unten. Lear berichtet über den Tod von James Forrestal, Majestic 12, Roswell, Entführungen, Verstümmelungen von Rindern und natürlich die Dulce-Basis. Lear sagte, er habe 4 unabhängige Bestätigungen dafür gesammelt, dass der 7-stöckige Dulce-Basis-Komplex echt sei. Er beschreibt sogar die verschiedenen Arten von Außerirdischen, die dort leben und arbeiten. Er sagte, sie hätten einen nuklearen Holocaust oder eine schwere Krankheit erlitten, durch die ihre gesamte Rasse geschwächt wurde. Deshalb, so John Lear, versuchen Außerirdische, sich mit Menschen zu kreuzen. Er sagte, dass dies 7-mal über mehrere Jahre hinweg erfolgreich durchgeführt wurde. Lear bespricht das Buch Intruders von Bud Hopkins. Hopkins verbrachte Jahre mit der Untersuchung von Entführungsfällen und war einer der ersten, der aufdeckte, dass weibliche Menschen dazu benutzt wurden, außerirdische oder außerirdisch-menschliche Hybridkinder auszutragen.
Diese Informationen erfuhr Hopkins durch die Befragung und Hypnose von Hunderten von Entführungsopfern. Und jetzt, John Lear vertrat natürlich nicht die Theorie, dass Außerirdische hier sind, um uns vor einem Atomkrieg zu schützen oder uns in irgendeiner Weise zu helfen. Die Außerirdischen sind hier, um uns als Vieh zu benutzen, als Brutkammern und als Gegenstände für grausame Experimente. Was noch viel erschreckender ist, die Regierung der Vereinigten Staaten ist an all dem mitschuldig. John Lear beendete sein Dokument mit den Worten: Der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, ist, wenn Sie das nächste Mal eine fliegende Untertasse sehen und von ihrer offensichtlichen technischen Ausstattung beeindruckt sind, rennen wie der Teufel. Und ich habe herausgefunden, dass die Regierung zwischen 10 und 15 flache fliegende Untertassen geborgen hat. 3 davon waren in perfektem Zustand, eine davon haben sie versucht zu fliegen und ich weiß, dass sie Reverse Engineering betrieben haben. Ich wurde nie wirklich darüber informiert. Aber wissen Sie, der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass dieses Handwerk hier nicht von uns gemacht wurde. Sie haben 9 Monate lang trainiert, bevor sie es überhaupt geflogen sind. Ich greife die United States Air Force nicht an. Ich greife da drin eine kleine Gruppe an, die diese Sache beharrlich vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hat, so wie sie auch andere Dinge geheim gehalten hat. Die Air Force hat eine Kunstform daraus gemacht, Leute, die über diese Sache gesprochen haben, lächerlich zu machen. Sie haben in den letzten 40 Jahren hervorragende Arbeit geleistet, um es zu vertuschen. Wir sind belogen worden und die Lügen haben etwas bewirkt. Und sie müssen sofort aufhören. Nun, das war eine Achterbahnfahrt der Geschichte und nicht gerade ein Happy End. Aber was ist wahr? Natürlich gibt es keine stichhaltigen Beweise für die Existenz der Dulce-Basis, aber es gibt auch keine Beweise für ihr Nichtvorhandensein. Und da wir nur Augenzeugenberichte haben, sollten wir uns die Zeugen ansehen. Erstens, Phil Schneider. Dies ist kein Bob Lazar-Fall, bei dem alle Beweise auf mysteriöse Weise gelöscht werden. Es gibt viele Unterlagen, die zeigen, dass Phil tatsächlich als Auftragnehmer der Regierung an vielen verschiedenen Projekten gearbeitet hat, aber seine Geschichte hat einige Lücken. Wie sein falsches Verständnis von Militär- und Strafverfolgungsprotokollen, Verfahren und Zuständigkeiten. Er sagte, während der Schlacht von Dulce seien 66 Soldaten aus den USA und der NATO im Einsatz gewesen. Green Berets, Black Berets, Delta Force und Geheimdienst. Die von ihm genannten Spezialeinheiten sind amerikanisch, nicht NATO. Die NATO operiert nicht auf amerikanischem Boden und hat dies auch nie getan. Und selbst wenn es so wäre, würde die US-Regierung auf keinen Fall zulassen, dass ausländisches Militär bei dieser Art von Operation anwesend ist. Er sagte, dass die Delta Force dort war. 1979 war die Delta Force kaum 18 Monate alt. Nur sehr wenige Menschen wussten überhaupt von ihr. Das Militär hat seine Existenz jahrelang geleugnet. Und selbst jetzt ist alles über Delta geheim. Wir wissen nicht, wie groß die Einheit ist, wie hoch ihr Budget ist und welche Aufgaben sie hat. Aber wir wissen, dass die Delta Force als Antiterror-Einheit gegründet wurde. Ich würde nicht erwarten, dass sie an einer inländischen Operation teilnehmen, die im Wesentlichen der Sicherung von Einrichtungen dient. Ich könnte mich irren. Jetzt, im Jahre 1979, wurden schwarze Baskenmützen nur von Army Rangers getragen. Könnten sie nun für die Sicherheit eingesetzt worden sein? Sicher, aber ich bezweifle es. Nun, Phil sagt, dass der Geheimdienst dort war. Sie waren es nicht. Der Secret Service ist eine Strafverfolgungsbehörde, die Verbrechen untersucht. Ja, sie bieten hochrangigen politischen Beamten Personenschutz. Aber das ist nur ein kleiner Teil ihrer Arbeit. Phil sagte, er habe seine Hand im Kampf gegen die Aliens verloren. Vielleicht. Aber sein Zimmergenosse aus dem College sagte, er habe es verloren, als er als junger Mann als Elektriker arbeitete und Stromleitungen verlegte. Jetzt sagte Phil Schneider, dass sein Vater, Oskar Schneider, war ein U-Boot-Kapitän der Nazis, der gefangen genommen wurde und dann im Zweiten Weltkrieg für die Amerikaner kämpfte. Die Großeltern von Phil wurden hier geboren, auch in Portland. Uns liegen Unterlagen vor, die belegen, dass Oskar Schneider bis zum Jahr 1930 in den Vereinigten Staaten lebte. Und dann war er von 31 bis 46 Jahren im Sanitätskorps der US-Marine und schied mit dem Rang eines Hauptmanns aus. Er hat weder für Hitler noch für die Vereinigten Staaten U-Boote befehligt. Er war ein Arzt, der sich auf Sicherheitstechniken an Bord von Schiffen spezialisiert hatte. Und es gibt noch viele weitere Lücken in der Geschichte. Und Phil Schneider hatte eine dokumentierte Geschichte von Geisteskrankheiten. Seine Geschichte klingt wie paranoide Wahnvorstellungen. Er sagt, 28% des US-BIP werden für Geheimoperationen verwendet. 28% ist sehr spezifisch. Warum nicht 25 oder 30? Woher kennt er diese Zahl überhaupt? Die Leute, die in den Geheimdiensten arbeiten, kennen den Haushalt des Pentagon nicht. Niemand weiß es. Aber irgendwie weiß es Phil. Menschen mit Wahnvorstellungen erschaffen oft reiche Welten voller spezifischer Details. Nun, Phil Schneider könnte durchaus die Wahrheit gesagt haben. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass er einen psychotischen Zusammenbruch erlitt, als er mit seiner Krebsdiagnose fertig werden musste und dass er sich an die Dulce Bay-Geschichte klammerte, um die Kontrolle über sein Leben zu erlangen und eine gewisse Berühmtheit zu erlangen. Trotzdem war sein Tod seltsam. Wenn man die Geschichte der Dulce Bay zurückverfolgt, stößt man immer auf eine Person namens James Bishop, dessen richtiger Name angeblich Tal Levesque war. Nun, das Buch Untertassen, Gespenster und Kooks, UFO-Desinformation im Zeitalter des Wassermanns, geschrieben von Adam Gowrightly, identifiziert Levesque als den Hauptarchitekten der Dulce Bay-Geschichte. In den 70er Jahren veröffentlichte Levesque einen Newsletter namens Follow Earth Castle,
in der es um Kreaturen ging, die im Inneren der Erde leben. Und diese Geschichten basierten auf einer Geschichte mit dem Namen Shaver Mystery, die in Science-Fiction-Magazinen in den 47ern erschien. Und die Geschichte nahm Fahrt auf, nachdem Paul Benowitz behauptete, er habe außerirdische Sendungen entdeckt, die von der Dulce Base ausgingen. Eine Frau namens Anne West schuf die Figur des Tom Costello, wahrscheinlich auf der Grundlage der Aussagen von Paul Benowitz. Sie behauptete zwar, dass viele ihrer Informationen von einem gewissen Tom Costello stammten, aber alle Informationen stammten von Levesque. Und es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass in dem Film keine Aufzeichnungen über jemanden namens Thomas Costello gefunden wurden. Wurde in der Zeit, in der er dort sein sollte, beim US-Militär gefunden. Laut Levesque griffen verschiedene Forscher die Geschichte der Dulce Bay auf und fügten dann ihre eigene Note hinzu, wobei jeder auf der Geschichte der Leute vor ihm aufbaute. Und übrigens, das super gruselige Foto von den Menschen in den Alien-Kapseln hat nicht Thomas Costello gemacht. Es handelt sich um einen Screenshot des Films The Sixth Day, der im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Aber warum sollte Levesque das tun? Nun, er ist 2018 verstorben, aber er sagte, es sei seine Aufgabe, was auch immer das bedeutet. Sam, wir wissen mit Sicherheit, dass Agent Richard Doty vom OSI der Luftwaffe eine Fehlinformationskampagne gegen Paul Benowitz geführt hat. Und diese Kampagne beinhaltete die Bestätigung von Pauls Verdacht über die unterirdische Basis und die Bestätigung der Zeichnungen der entführten Myrna Hansen. Nun, war Levesque an dieser Regierungsoperation beteiligt? Wir wissen es nicht. Auch John Lear verbreitete diese Geschichte. Und auf einem UFO-Kongress traf sich Lear mit anderen UFO-Forschern, die eine öffentliche Erklärung darüber abgeben wollten, was sie für wahr hielten. Offenbar waren Lears Behauptungen so haarsträubend, dass die anderen Forscher sie nicht unterschreiben wollten. Lear stürmte aus dem Kongress. Man muss schon ziemlich wild werden, wenn einem die Leute auf einem UFO-Kongress nicht glauben. Bill Moore, ein UFO-Forscher, der mit Richard Doty und der Regierung an der Fehlinformationskampagne gearbeitet hat, sagte, Lear sei ein Geheimdienstagent. Und bedenken Sie, dass Lear seit langem mit der CIA zusammenarbeitet. Nun, das ist das Problem mit diesen Geschichten. UFOs, unterirdische Basen, außerirdische Experimente. Solange die Forschung als unbedeutend angesehen wird, werden die meisten Menschen, die auf diesem Gebiet arbeiten, auch unbedeutend sein. Für UFO-Forschung gibt es keine Nobelpreise. Das sollten Sie. Das sollten Sie auch. Und vielleicht werden Sie es eines Tages tun. Aber bis dahin, UFO-Forscher werden von den etablierten Wissenschaftlern kritisiert und geächtet. Nun, ich und Sie wollen glauben, aber es gibt niemanden, dem man trauen kann. Wir wissen mit Sicherheit, dass Richard Doty eine Fehlinformationskampagne gegen Benowitz und die gesamte UFO-Gemeinschaft geführt hat, die ihnen wilde Geschichten über außerirdische und unterirdische Basen erzählten. Später sagte Doty jedoch, dass die Geschichten größtenteils wahr waren. Jetzt wissen wir also nicht, wem oder was wir glauben sollen. Wir wissen, dass die US-Regierung es so haben will. Ich glaube, dass es überall in den Vereinigten Staaten geheime Basen gibt. Gibt es eine in Dulce? Ich weiß es nicht. Es gibt viele UFO-Geschichten, von denen ich möchte, dass sie wahr sind. Aber dies ist keine von ihnen. Entführungen, genetische Experimente, Organentnahme und eine neue Weltordnung? Wir sollten hoffen, dass Phil Schneider, John Lear, Myrna Hansen und all die anderen Zeugen sich irren. Denn wenn sie es nicht sind, sind wir in großen Schwierigkeiten. Jeder hat... Ja, so viel dazu. So, das ist die Frage, ne? Was macht man nochmal mit solchen Informationen? Und genau das ist das Gefährliche daran. Es ist ein Spiel zwischen Desinformation, der Wahrheit und eben das, was dann da oben drauf gepackt wird, ausgeschmückt wird. Der eine erzählt, der nächste wieder, schmückt wieder ein bisschen was dazu. Fakt ist aber, es gibt diese Untergrundbasen. Das ist zweifelsfrei bewiesen. Auch das ganze Thema der Dumps, also der Deep Underground Military Bases, auch das ist zugegeben worden. Diese Basen existieren. Es ist gar nicht so entscheidend, ob in Dulce jetzt nun eine ist oder nicht. Ich persönlich würde jetzt einfach davon ausgehen, dem ist so. Denn einige Informationen sind sehr wohl nachprüfbar, beziehungsweise auch durchaus glaubwürdig. Aber das ist auch genau der Grund, warum man eben das nicht einfach nur glauben sollte, aber genauso wie ich einfach sagen wollte, das ist alles Quatsch, das ist alles Unsinn, das denkt sich jemand aus. Aus welchen Gründen denn? Ja? Es tauchen, wie gesagt, weltweit diese Phänomene auf, gerade Thema Entführung, gerade das Thema der Tierverstümmelungen, das ist ein Riesenthema. Auch wie gesagt, dass es von hochrangigen Psychologen, Hypnotiseuren hinreichend untersucht wurden. Und es tauchen halt immer wieder die gleichen Informationen auf. Wenn es eine Massenpsychose wäre, dann wäre das lokal begrenzt. Das ist aber ein weltweites Phänomen. Immer mehr UFOs oder Bilder von UFOs tauchen auf. Da muss man ganz klar sagen, heutzutage ist es noch schwieriger, der ganzen Sache eine Glaubhaftigkeit beizumischen, weil natürlich durch KI das so mittlerweile so fotorealistisch wird, dass es nicht mehr auseinanderzuhalten ist letzten Endes. Also es bedarf am Ende wieder der eigenen Recherche und diese Dinge zusammenzubringen. Es bedarf schon
etlicher Bücher darüber zu lesen, um eben halt auch eine Idee zu bekommen, wo ist denn der rote Faden in dieser ganzen Geschichte? Ich meine, sagen wir ehrlich, gibt es Außerirdische? Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Dass wir alleine sind, ist ja unwahrscheinlich. Ja, das kann man sich ja noch irgendwo nachvollziehen. Ob sie freundlich sind oder uns eben nicht wohlgesonnen, beides ist möglich, jederzeit. Natürlich wird es außerirdische Entitäten geben können, die nichts Gutes mit uns vorhaben und mit Sicherheit auch die, die ein anderes Level erreicht haben, die an einer Weiterentwicklung interessiert sind. Auch das wieder im Auge des Betrachters. Es ist eben nicht so, dass man genau sagen kann, so ist es und so ist es. Und selbst nach über 20 Jahren, wo ich mich mit diesen Dingen beschäftige, würde ich heute von mir behaupten, ich habe dazu keine abschließende Meinung. Ich habe in meinem eigenen Leben Dinge gesehen, wo manch einer sicherlich da draußen sagen würde, jetzt nimmt er aber Medikamente etc. pp. So, die sind nicht natürlich zu erklären. Das sind zumindest mal übernatürliche Themen. Und wie gesagt, es taucht halt überall wieder auf. Immer meistens ist es nur eine Randnotiz. Wenn man aber sich sehr viel damit beschäftigt hat und viele Bücher darüber gelesen hat, dann ist es schon so, dass man plötzlich merkt, da passt ein Puzzleteil in das Bild. Da passt ein Puzzleteil in das Bild. Und insofern, klar, am Ende kann ich es nur dir, lieben Zuschauer, überlassen. Ist das für dich kompletter Blödsinn, kompletter Wahnsinn, absoluter Unsinn, Science Fiction und im schlimmsten Fall blanke Lüge? Oder ist für dich was dran? Schreib es in die Kommentare. Ich mache diese Sendung ja nicht, um zu sagen, so ist es und das ist die Wahrheit und nur das ist die Wahrheit. Sondern mir geht es darum, dass wir ein bisschen freier werden im Denken, nicht so mit Scheuklappen auch denken und gewisse Dinge auch durchaus mal in unserem Leben zulassen. Denn viele von diesen Phänomenen, seien sie jetzt aber auch erstmal, sie klingen nicht schön, Entführungen und so weiter und so fort, das sind natürlich unangenehme Themen, aber wenn das der Fall ist und ein Funken Wahrheit da dran ist, dann bedeutet das aber auch, auf der anderen Seite gibt es eben auch das Gute. Auch das Gute Übernatürliche, um es jetzt vielleicht mal so zu nennen. Und das ist eben, wie das Sprichwort sagt, eben doch mehr zwischen Himmel und Hölle gibt, als man so manchmal glauben möchte. Und das bedeutet aber für uns, dass wir einen Teil dieser Möglichkeiten, die es das vielleicht zumindest erstmal intellektuell uns gibt, auch anfangen zu begreifen, darüber nachzudenken und vielleicht sogar das eine oder andere in unserem Leben integrieren, indem wir begreifen, es gibt viel, viel mehr als das, was wir sehen, hören und anfassen können. Unser Gefühlsspektrum ist mit Worten nicht zu begreifen und auch nicht zu beschreiben. Und darunter sind dann auch eben auch Dinge, die in uns ablaufen. Sei es Visionen, die plötzlich Wahrheit geworden sind. Dinge, wo wir irgendeine Vermutung haben, die plötzlich gepasst haben. Telepathie. Jeder von uns hat das schon mal erlebt. Du willst jemanden anrufen und zur gleichen Zeit denkt er an dich und ruft dich an. Und es ist auf beiden Leitungen besetzt. Wir kennen diese Phänomene und die können wir eben nicht nur mit einem rein materialistischen Weltbild erklären. Das eben nicht. Und da reicht auch manchmal auch die Quantenphysik nicht, sondern wir müssen weiterdenken und ein ganz anderes, erweiterte Realität zumindest mal in Betracht ziehen. Das ist zumindest das, was ich versuche damit zu vermitteln. Und ja, es gibt auch gute Dinge, die wir dort erleben können und eben halt die uns stark machen, die uns sehr mächtig machen können. An Technologien natürlich auch, aber hauptsächlich an Bewusstseinsforschung. Was ist das eigentlich hier alles? Wie funktioniert es wirklich? Denn eins kann man sagen, die moderne Wissenschaft, und das könnt ihr glauben oder nicht, oder euch eben hinsetzen und es nachrecherchieren. Die moderne Wissenschaft ist auf so viel Theorien aufgebaut, auf so viel Postulaten aufgebaut, dass es eben nicht möglich ist, mit Sicherheit zu sagen, so ist es und das ist wahr und das ist Blödsinn, das ist eine Geschichte, das ist kompletter Schwachsinn. So einfach ist es eben dann oft nicht. Und das ist eben das Schöne in dieser Welt, dass wir genau das auch entdecken können, jeden Tag. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Schreib gerne einen Kommentar, wie siehst du das? Was ist für dich da der Wahrheitsgehalt? Ist es wahr? Ist es Science Fiction? Ist es Blödsinn? Wie siehst du das? Was ist das nächste Thema, wo du sagst, Mensch, da würde ich gerne mehr erfahren. Eins hatten wir ja schon, auch Majestic 12 ist ein interessantes Thema, ja? Können wir doch auch mal sicherlich was machen. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für das Zuschauen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Verteile es natürlich gerne weiter und ich freue mich über einen Daumen hoch. Und einen Kommentar von dir. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung. Ciao.